Setup steht Ranger 2 in. Ha! Oh, geil! Mm. So, ich zeige euch gleich noch das hier. Ja, das ist jetzt das erste Video nach dem Überfall. Ist hier gerade ein Reh lang gerannt. 2,2 Grad. Hey Leute, ich bin's Fritz und nach der kleinen Zwangspause habe ich jetzt eine neue Kamera. Das heißt, es kommen wieder neue Videos. Ich habe heute vor 24 Stunden Biwak an einem See. Fetter Rucksack ist dabei mit ordentlicher Ausrüstung, auch neuer Ausrüstung, die ich euch noch zeigen möchte. Ich werde ein bisschen noch was köcheln, Stockbrot, natürlich einen schönen Shelter bauen. Ich würde sagen, legen wir los. So, dann wagen wir schon mal den ersten Blick auf den See. Das sieht doch ganz vielversprechend aus. Krass. Dieses Landstück hier hinten ist sogar noch ein bisschen abgezweigt. Ha. Schaut mal, hier sind so Birken und das ist der komplette Wurzelteller umgefallen. Das hier ist auf jeden Fall ein Tierpfad. Der führt direkt auf die Insel. Ist es sinnvoll, da jetzt rauf zu gehen? Ohne Witz, es ist absolut krass, was hier für ein Geräuschpegel ist. Was geht da ab? Irgendwie ein leicht ungutes Gefühl, dass hier gleich so eine Rotte Wildschweine rausgestürmt kommt. Das ist auf jeden Fall richtig frisch. Die Frage ist, von wann ist das? Und vor allem von welchem Tier? Das ist wie eine Taube fast. Vielleicht war es auch eine Gans. Ich bin an meinem finalen Lagerplatz angekommen. Hier ist eine schöne moosige Fläche und hier im Hintergrund hat man gleich den Herlingsee. Das einzige Problem ist, aber ich glaube, diese kleinen Vögelchen werden sicherlich irgendwann auch müde. Hoffe ich jedenfalls. Sind die im Balzverhalten? Ich weiß es nicht. Viele fragen immer, nach welchen Kriterien wähle ich meinen Lagerplatz aus? Möglichst keine Wanderwege in der Nähe, kein Hochsitz, keine Tierpfade, keine aufgewühlten Gruben von Wildschweinen, flaches und weiches Gelände, keine toten Bäume in der Nähe, die auf einen runterstürzen könnten. Bisschen nach Himmelsrichtung, wie wandert die Sonne, wo habe ich eventuell einen coolen Sonnenuntergang? Wo habe ich gewisse Materialien schon in der Nähe, also vielleicht Totholz, Birkenrinde und so weiter für Feuer? Und zehntens das Bauchgefühl. Wo fühle ich mich einfach wohl und finde ich es schön? Warum solche Kriterien? Ich möchte möglichst keine Spaziergänger in der Nähe haben und auch keinen Förster stören, wenn er direkt einen Hochsitz ist. Und ich möchte auch nicht direkt in der Nähe von irgendeinem Wildschweinrudel übernachten. Und dann würde ich sagen, bauen wir mal das Lager auf. Heutiges Schlafsetup steht, Biwaksack zum Austesten. Drin ist die Tamaras Neura X-Therm Isomatte und mein Carinthia Defense 4. Ich denke, wir werden heute so um die 0 Grad haben, vielleicht auch nicht mal Frost, da sollte das passen. Als Tarp habe ich meinen Ranger 2 in Pancot dabei. Hier mit einer sehr, sehr langen Ridgeline. Bis dort drüben ist nicht so ganz optimal. Dadurch habe ich hier noch so eine kleine Unterstützung gebaut, damit das ein bisschen straffer ist. Zu der Aufbauvariante, also ein Schrägdach mit geschlossenen Seiten und gleichzeitig eine Bodenplane, habe ich gerade noch ein Tarp-Setup-Video gedreht. Das müsste demnächst rauskommen. Je nachdem, wann du das Video schaust, ist es vielleicht sogar schon draußen. Also die perfekte Stelle, um gleich mal ein Abo dazulassen, wenn du kein weiteres Video mehr verpassen willst. Ach, herrlicher Spot, See im Hintergrund. Sonne müsste so circa in Moment dieser Ecke hier untergehen. Da sind hoffentlich noch die ein oder anderen schönen Fotos mit am Start. So, der Rucksack ist natürlich noch gut gefüllt. Was haben wir alles noch dabei? Kochtopf, den brauchen wir auf jeden Fall demnächst. Säge kann ich auch schon mal rauspacken. Wasser, Feuerkit. Ich habe auch ein bisschen Licht mitgebracht, um nachher ein paar schöne Fotos zu machen. Bisschen Zutaten fürs Köcheln gleich. Und noch ein paar mehr Zutaten.
Messer, Buschbox. Ihr wisst, Leute, ich bin nicht so der Gourmet-Koch wie zum Beispiel Benjamin Klausener, Naturensöhne oder so. Grüße gehen raus. Auch Atze köchelt immer ganz nett, wenn ich mich recht erinnere. Aber ich möchte diesmal was probieren. Hatte ich schon mal gemacht. Und zwar Stockbrot. Aber dekadentes Stockbrot. Nämlich mit Käsefüllung und Schinken. Und dafür müssen wir auf jeden Fall jetzt alles mal den Teig vorbereiten. Da wir für die Trockenhefe auf jeden Fall ein bisschen warmes Wasser brauchen, haue ich erstmal den Hobo an. Gutes Holz, was innen drin schön trocken ist und perfekt hier schon reinpasst. Jetzt ein bisschen mit Betoning und einem Messer aufspielen. Wir brauchen 250 ml lauwarmes Wasser, aber ich werde erstmal ein bisschen mehr machen. Es sind Wattepads getränkt in Wachs. Also, halbes Kilo Mehl, ein Beutel Trockenhefe, Löffel, da kann man schon mal ein bisschen vermischen, 2 Teelöffel Salz, das war ja ein Esslöffel, also belassen wir es dabei. Ist das überhaupt Salz? Ja. Klein Schwapp Öl, ich habe hier noch so leichte Gewürzmischung, weiß gar nicht, italienische Kräuter, Oregano, irgendwie sowas. Würze. Dann habe ich hier noch Schinkenwürfel. Das können wir jetzt schon mal ein bisschen durchrühren. Hobo lasse ich erstmal ausgehen, weil der Teig muss auch gleich erstmal ordentlich ziehen. Ich weiß gar nicht, 1 Stunde? 2 Stunden? Werden wir sehen. Bisschen Wasser erstmal. Nachgeben kann ich immer noch. Das ist das Gute, wenn man einen See in der Nähe hat, da kann man sich auf jeden Fall gleich die Hände waschen. Ja, das sieht doch gut aus. Klasse. Ist das so gewollt? Muss das so? Hier kommt schon Gras rein. Nice. Wie soll ich denn jetzt die Kamera eigentlich bedienen mit den Händen? Scheiße. Es hat funktioniert. Umso mehr man geknetet hat, umso weniger klebrig wurde es. Und das ist jetzt das Ergebnis. Soll ich das alleine essen? Boah, das kriege ich doch niemals alle. Vor allem ist da Hefe drin, das heißt, es geht noch mal gut auf. So, abgedeckt. Leute, kommt mit, Säge ist am Start, denn ich habe gerade eine kleine Idee und ich bin gespannt, ob das funktioniert. Beide angespitzt, oben eine Zwille. Bisschen Rinde ab hier. Und jetzt kann man hier das Stockbrot rummachen. Hier rüber. Bisschen Glut dran. Ah, oh, herrlich. Bushcraft Grillspieß. Dann gucken wir noch mal, was der Teig macht. Simsalabim, Hokuspokus, dreimal schwarzer Kater. Sieht doch schon mal gut aus, oder? Klebt fest. Oh, es riecht auf jeden Fall derbe lecker. Oh, schade, dass es kein Geruchs-YouTube gibt. Das sieht doch nach einem ordentlichen, fetten Stockbrot aus. Die Frage ist nur, wer das alles essen soll. Und gleich schön mit Käse. Ab aufs Feuer. Schöne Glut ist mittlerweile da. Rolle ich das hier so rum. Bisschen überlappend, damit es hält. Und möglichst dünn. Ich sag's euch, Leute, wenn ihr das so dick macht, das dauert ewig, ehe das dann durch ist. Ja, perfekt. Ich habe übrigens gerade das Mora Carbon Variante in Benutzung, denn mein anderes habe ich leider geschrottet. Die Klinge abgebrochen und das habe ich jetzt als Ausweichmesser. So. Ha! Ja. Bisschen drehen. Gut aus. Oh. Leute, guck mal, wie das qualmt. So, und jetzt müsst ihr euch nämlich beeilen, diese Käsescheibe nehmen, so rollern und hier reindrücken. Ah, da passt noch eine halbe mehr rein. Machen wir 2, doppelt hält besser.
viel Käse ist besser als wenig Käse. Jetzt lassen wir das hier noch ein bisschen zerlaufen und machen schon mal das nächste Stockbrot ready. Das Coole ist, man hat halt wirklich die ganze Zeit was zu tun. Ne? Man kann hier wirklich über 2-3 Stunden einfach entspannt ein bisschen Stockbrot machen und das Biwakieren genießen. Genau. Guckt euch das an. Hier ist der Fokus. Boah, zieht euch das rein. Oh, geil. Hammer, warte. Oh, geil. Hammer. Ist das geil. Leute, ihr habt es gesehen. Ganz einfach zu machen. Tipp des Tages. Ich habe mir eine neue Kopflampe gekauft und habe die bei Instagram in meinen Insta-Stories gezeigt. Und viele haben dann geschrieben und abgestimmt, hey, zeig die doch mal in einem Turnvideo und ich stelle sie mal ganz kurz vor. Das ist die Petzl Taktica RGB, steht dabei für Rot, Grün, Blau. Und das gucken wir uns gleich an. Ich habe mir die Lampe selbst gekauft, also es ist keine Kooperation. Betrieben wird das Ganze mit 3 AA-Batterien. Das war mir wichtig, damit ich irgendwie, wenn ich auf Reisen bin, die auch mitnehmen kann und die Sachen immer mal nachkaufen kann auf einer Trekkingtour. Ja, ist in Oliv gehalten, gibt es noch in Schwarz und in so einem Camo-Look. Ja, wir haben nur einen Knopf anmachen. Erste Stufe, zweite und dritte. Ist quasi so ein bisschen Leselicht. So eine mittlere Stufe und volle Power. Volle Power sind 250 Lumen. So, wenn wir die aber anmachen und gedrückt halten, kommen wir jetzt in den Rotmodus. Drücken wir nochmal, blinkt das Ganze rot. Scheiße, verbrennt hier mein Brot? Wenn wir das gedrückt halten, switcht er jetzt in grün, blau immer oben, also weiß. Die einzelnen Modis schaltet er jetzt quasi durch. So, ich zeige euch gleich noch das hier, aber vorher gibt es erstmal noch ein Brot. Ja, Leute, damit kann ich arbeiten hier. So. So, jetzt zu diesem schönen Ding. Das war so ein Spontankauf, weil mir das angezeigt worden ist. Und ich dachte so, wenn das echt funktioniert, könnte das geil werden. Hier habe ich nochmal Ersatzbatterien drin, die passen noch gut mit unten rein. So, und zwar hat man jetzt hier die Lampe und die packt man hier einfach rein. Und dann kann man hier den Reißverschluss zumachen. 1, 2, 3. Campinglaterne. Ich finde das mega cool, weil das so ein kompaktes Ding, 2 in 1. Keine Ahnung, ich finde es echt geil. Und das Coole ist, man hat hier an der Seite noch so einen Gummi-Strap mit dem Haken. Kann das jetzt hier rummachen, einhaken. Man kann zusätzlich noch die Ersatzbatterien mit reinmachen. Und ich habe mir das hauptsächlich auch zum Film geholt, um euch das Bild quasi auszuleuchten. Denn ohne sieht das so aus. Ist halt ein bisschen blöd und dunkel. Leute, wenn ihr irgendwie was wissen wollt zum Thema Ausrüstung, was ist das für ein Tarp, was ist das für eine Lampe, was ist das für ein Topf und so weiter, schaut bitte in die Videobeschreibung und dort ist ein Link zu meiner Website, wo ihr die komplette Ausrüstung findet. Ich habe da eine riesen Liste angelegt, weil immer wieder Leute nachfragen. Schaut dann einfach vorbei, da findet ihr alles. Ja, das ist jetzt das erste Video nach dem Überfall. Neue Kamera, komplettes Setup ist am Start und das Handyvideo war eigentlich nur als reine Information gedacht. Das habe ich direkt danach aufgenommen, warum sie mir das Handy nicht abgenommen haben. Ich habe keine Ahnung. Klar, ich bin YouTuber, ich bin Videoproduzent, ich habe da immer noch mega Bock drauf. Und der erste Gedanke, nachdem ich dann runter vom Gelände war und das Gefühl hatte, okay, ich bin sicher, was machst du? Ich wollte vorproduzieren, meine Kamera ist weg, das hat mir einen kompletten Strich durch die Rechnung gemacht. Und mir war klar, okay, ich muss irgendwie die Leute, euch da draußen, euch Zuschauer informieren und dachte, okay, mach einfach schnell irgendein so ein Handyvideo, besser als gar nichts. Dass das jetzt komplett durch YouTube teilweise geht und Herr Newstime darüber berichtet, das war natürlich nicht meine Absicht und überhaupt nicht der Plan, schon gar nicht mit einem verwackelten Handyvideo. Ihr wisst, ich habe da ein bisschen einen anderen Qualitätsanspruch. Ich wollte mich auf jeden Fall nochmal bedanken für alle, die nette Kommentare geschrieben haben, die mir auch persönlich geschrieben haben. Mir geht's gut, alles schick, ich habe keine psychischen Störungen und wenn, dann hatte ich die schon vorher, also... Ich habe keine Albträume oder so ein Quatsch, falls ihr das jetzt denkt. Darauf, dass die Kamera nicht so schnell wieder geklaut wird. Es kommen natürlich wieder Lost Place Touren, es kommen Bushcraft, es kommen Biwak, Trekking Touren und so weiter. Und erstmal ein Käsestockbrot. Einige haben schon mitbekommen und zwar bin ich jetzt auch noch bei Patreon. Hat übrigens auch nichts mit der Kamera oder sonst was zu tun, sondern die Idee dahinter ist, dass ich dort exklusive Inhalte erstelle, ein bisschen mehr noch Community-Betreuung machen kann, auf jede Fragen eingehen kann und so weiter, weil bei YouTube und Instagram ist es mittlerweile so viel, dass ich es gar nicht mehr alles hinkriege und das ist ja einfach quasi eine Möglichkeit, dass Leute mich unterstützen können auf meinen Abenteuern und so weiter, die darauf Lust haben. Und die, die keine Lust haben, die lassen es einfach. Ganz simpel. Und ich habe vorhin einen neuen Post auf Patreon rausgehauen, wo ich gefragt habe, über was für ein Thema ich da mal kurz sprechen soll. Dort sind ein paar Fragen zusammengekommen und die mit den meisten Likes ist von Nico Bressler. Der fragt, Moin Fritz, meine Frage lautet, wie nimmst du dir die Angst, allein im Wald zu übernachten?
Ist eine gute Frage und ist auch gerade passend, weil es ziemlich dunkel ist, Sonnenuntergang, blaue Stunde. Ich habe auch immer noch Angst, wenn ich alleine draußen schlafe oder begrenzt Angst, sag ich mal so. Und vor ca. 10 Minuten ist hier gerade ein Reh lang gerannt und ja, da ging mir auch ordentlich die Muffe. Ich taste mich da einfach ein bisschen ran. Das erste Mal, als ich alleine draußen geschlafen habe, war mit dem Zelt. So, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich will mich ganz langsam rantasten, dann geht vielleicht mal alleine auf den Zeltplatz. Klingt doof, aber dort seid ihr schon mal draußen, schlaft alleine in einem Zelt. Dort sind vielleicht noch andere Leute drumherum. Ja, das nächste ist, wenn ihr vielleicht mit Natur unterwegs seid, mit ein paar Kumpels, mal irgendwo im Wald mit 2, 3 Leuten übernachten. Und so nähert man sich dann immer weiter ran. Irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, okay, Leute, ich probiere es jetzt einfach mal. Ich gehe in ein schönes Waldstück, was ich vielleicht kenne, was vielleicht nicht ganz so düster ist, sondern ja, ein bisschen offen, wo man sich einfach ein bisschen wohler fühlt. Und ich denke, eine gewisse Angst ist einfach normal. Die wird, glaube ich, ich weiß nicht, ob die irgendwann mal verschwindet. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch ist. Seid ihr auf Solotouren unterwegs? Seid ihr auch alleine nachts im Wald? Und wie geht ihr mit der vermeintlichen Angst, nachts alleine im Wald zu übernachten um? Ja, und alle Leute, die mir auf Patreon folgen wollen und sich das Ganze einfach mal angucken wollen, ich habe da auch ein bisschen was geschrieben, wo man das nochmal alles erklärt hat, wie das Ganze funktioniert und was es eigentlich ist. Schaut einfach mal unten in die Videobeschreibung. Dort ist das Ganze verlinkt. Und Grüße gehen natürlich auch raus an alle Patreon-Supporter, die bis jetzt dabei sind. Macht auf jeden Fall Spaß mit euch. Und ich denke, wir werden noch die eine oder andere coolen Konversationen führen, uns ein bisschen austauschen, ein bisschen diskutieren über verschiedenste Themen. Wir haben jetzt aktuell 5,9 Grad. Wir machen nochmal einen kleinen Test mit dem Tarnlicht, was ich vorhin meinte. Wir haben jetzt gerade weiß. Und das ist jetzt grünes Licht. Man sieht natürlich einen heftigen Unterschied. Ihr auf der Kamera seht jetzt bei dem grünen Licht sogar gar nichts. Also fürs Auge reicht das auf jeden Fall komplett aus, um sich hier so ein bisschen in den Schlafsack zu pellen, um pingeln zu gehen, was im Rucksack zu suchen. So, jetzt seht ihr auf der Kamera natürlich wieder viel und auch vom Shelter. Aber mit Tarnung hat das natürlich nichts mehr zu tun. Das kann wieder was werden, jetzt hier in den Schlafsack rein zu krauchen. Ja, die Shelter-Aufbau-Variante ist doch ein bisschen enger als gedacht. Ja, das läuft doch. Da würde ich sagen, gute Nacht und hoffentlich erst bis morgen früh. Mal schauen, ob ich durchschlafe. Es regnet, es ist 4 Uhr, bis später. Guten Morgen, Leute. Die Nacht ist überstanden. Ihr seht, es ist hell. Es ist jetzt 7 Uhr. Oh, da sind 2 Schwäne da hinten. Ja, es hat die Nacht geregnet und es ist alles nass. 3,8 Grad und wir hatten heute Nacht als Mindesttemperatur 2,2 Grad war die Tiefstemperatur. Starten wir mit der Aufbauvariante vom Tarp. Sie ist schön geschlossen an den Seiten, hält auch gut Wind ab. Allerdings hat man doch nicht wirklich viel Platz. Ihr seht, ich bin hier einfach schon direkt irgendwie oben dran und naja, es ist sehr klein und muckelig, sage ich mal. Und es hat heute Nacht hier auf jeden Fall auch seitlich reingeregnet, weil so wenig Platz ist. Aber wenn ich weiß, dass das nächste Mal wieder regnen soll, dann baue ich auf jeden Fall irgendwie ein A-Frame auf oder vielleicht die Zeltvariante, also irgendwas deutlich geschlosseneres mit ein bisschen mehr Platz drin. Sonst mit dem Tarp an sich, dem Ranger 2, bin ich auf jeden Fall immer noch sehr zufrieden. Nächster Punkt, Biwaksack. Vorteil ist, er hält natürlich die ganze Feuchtigkeit ab und vor allem auch den Dreck. Negativ ist so ein bisschen die Belüftung, die Öffnung, wenn man eine lässt, geht wirklich nach hier oben raus. Wenn man jetzt also Rückenschläfer ist, kriegt man schön Luft. Wenn ich allerdings so auf der Seite schlafen will und jetzt den Biwaksack zu habe, dann sehe ich nichts und kriege auch keine Luft. Wenn ich ihn nutzen will, dann so offen lassen, um genug Luft zu kriegen oder halt schließen und mit weniger Luft klarkommen, je nachdem, was er für eine Schlafposition hat. Isomatte hat ja die Thermarest Neo X-Therm. Super zufrieden, alles schick, top gewärmt, mega Komfort. Und als Schlafsack den Carinthia Defense 4 dabei. Ich habe jetzt hier mit einem T-Shirt und einer Boxershorts drin geschlafen. Tiefstemperatur 2,2 Grad und das Ganze in einem Biwaksack. Ich muss sagen, dass ich leicht gefrösselt habe in manchen Bereichen, gerade im Außenbereich. Ja, ich weiß, ich habe nichts weiter an, ne? Also nur T-Shirt, Boxershorts. Da hätte man theoretisch noch was anziehen können.
Wo ich aber auf jeden Fall richtig gefroren habe, in dem Sinne, das ist aber bei mir immer so, ich weiß nicht, ob das an mir liegt, ist im Fußbereich. Also ich mache es manchmal so, dass ich mir dann so eine improvisierte Wärmflasche bastel und da reinlege. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil wir ja Plusgrade haben, also über Null leicht. Was mich mal interessieren würde, es gab ja diese große Diskussion und viele gab es, die dafür waren und gegen den Defense 4. Schreibt mal bitte in die Kommentare eure Alternative dazu. Also was gibt es als Vergleichsprodukt auf dem Markt zum Defense 4? Also auch vielleicht ähnliche Preisklasse, Temperaturbereiche, Gewicht, vielleicht auch in Oliv. Synthetikfaser, was kann man damit vergleichen, was ich vielleicht mal austeste und dann sagen kann, okay, ja, der Defense 4 ist vielleicht im Vergleich zu dem echt schlechter oder ist top. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ist die kalt. So, ich habe 15 Minuten jetzt gebraucht, um mein Lager abzubauen, alles in den Rucksack reinzupacken und ja, Lager wieder so hinterlassen, wie ihr es vorgefunden habt. Da ist noch eine leichte Druckstelle vom Schlafen, aber ansonsten ja, Müll mitgenommen, restliches Feuerholz weggemacht, Stelle vom Hubo-Kocher ein bisschen schick gemacht, so muss das sein. Ich habe noch einen ordentlichen Fußmarsch vor mir, diesmal ein bisschen mehr Ausrüstung mit dabei gehabt, um einfach mal ein paar Sachen auszutesten, macht auch mal Spaß. Beantwortet mir mal die ganzen Fragen, die ich im Laufe des Videos gestellt habe und Kanal abonnieren nicht zu verpassen, Daumen nach oben für mehr Biwak-Videos und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.